Moin ihr Lieben, herzlich willkommen, eine neue Ausgabe von Aurich TV. Heute Freitag, 18. November, ja, und der Weihnachtsmarkt, der Weihnachtszauber steht bevor. Wir haben dann nachher im Anschluss hier noch ein kleines Leckerchen für euch. Wie gesagt, Montag geht's los, Montag gehen die Lichter an. Immer der Tag nach dem toten Sonntag wird der Markt eröffnet. Ja, sind ein paar Sachen unterwegs in Aurich, die wir mal so aufgeschnappt haben im Vorbeigehen. Vorhin traf ich in der Raiffeisen Volksbank Manfred Nittmann, ja, den kennt ihr, der Hobby-Mineraloge heißt es, glaube ich, das Wort, und Fossilienaussteller Manfred Nittmann macht das jetzt seit 40 Jahren. Grund genug, dass wir einmal auch über ihn berichten dürfen und einmal zeigen können, was so abläuft. Bis 2.11. ist er in der Schalterhalle der Raiffeisen Volksbank. Baustellen in Aurich gibt es nun reichlich und viele und genug. Unter anderem auch am Drehkamp bei Thomas Bruns vom E-Center Bruns. Da wird ja richtig erweitert. Ihr seht hier im Schnittbild 450 Quadratmeter. Kriegt Thomas Bruns dazu und er sagte mir im Gespräch vorhin, es wird eine wesentlich größere Bio-Abteilung zum Beispiel geben. Es werden auch andere Abteilungen vergrößern. Die Fleisch, die Fleischtheke, das Fleischangebot wird deutlich gesteigert, ebenso wie Frischfisch und Frischkäse. Käse wird alles deutlich erweitert und er sagte also, man wird den Markt überhaupt nicht mehr wiedererkennen, sondern das wird ein ganz neues Einkaufserlebnis werden. Ja, bei der Gelegenheit traf ich Matthias Thiem. Ja, ihr wisst, wen ich meine, Fleischer, Meister und Leiter der Fleischerei. Matthias Thiem, den habe ich mal gleich eben gefragt. Matthias, was ist dieses Jahr im Moment für Weihnachten angesagt? Sagt, hast du schon viele Vorbestellungen? Ja, sagt er, es läuft ganz gut an und Renner sind wieder wie in Vorjahren auch Rouladen beispielsweise und auch Steak-Spezialitäten. Auf jeden Fall der Tipp, früh genug bestellen, damit man auch alles noch vor dem Weihnachtsfest bekommt. So, kurzer Hinweis für alle, ich kriege immer mit, wir sitzen ja hier in Venezia, das ist ja so mittlerweile unser Stammdrehort. Hier ist es schön warm und wir sitzen trocken und können beobachten, was draußen auf dem Marktplatz los ist. Ich habe mit Nico gesprochen, Nico Fulan, dem Inhaber. Hier kommen immer wieder Leute rein, wie lange habt ihr auf, wie lange habt ihr auf? Ja, also Nico hat auf bis 21. Dezember, bis 21. Dezember und kommt dann wieder am 21. Januar. Das heißt also, hier ist bis eigentlich kurz vor Weihnachten ganz normaler Betrieb. Im Eiscafé mit Kuchen. Im Moment auch das einzige hier in Aurich, das geöffnet hat. La Piazza ist schon länger in der Winterpause und ist nicht da. So, was haben wir noch auf dem Zettel? Es gibt Probleme mit den Flüchtlingszahlen. Der Landkreis Aurich gerät langsam aber sicher unter Druck. Es gibt ja die interne Zahl, dass der Landkreis Aurich 8000 Flüchtlinge aufnehmen muss. Diese Zahl wird aber permanent nach oben korrigiert. Es werden mehr und mehr. Und es sind jetzt also auch im Gespräch, dass noch weitere Turnhallen requiriert werden. Man hat ja schon die Turnhalle auf dem Bundeswehrgelände in Planung genommen, damit dort Migranten aufgenommen werden und es sollen jetzt in den Planungen, so sind unsere Informationen, weitere Turnhallen dazukommen. Im Gespräch ist die Erlandfeld-Turnhalle, nachdem ja die Jugendherberge auch schon besetzt ist, und auch die Zingelhalle in der Zingelstraße ist wohl in Planung, um gegebenenfalls auch noch möglicherweise Flüchtlinge unterzubringen. Ja, was haben wir noch? Eine Sache, die mich mal wieder fürchterlich ärgert, das ist diese ganze Klimakleberei. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Heute Morgen lief es auch wieder in den Medien, ich habe es gesehen bei NTV, da kleben die sich in der Zufahrt des Berliner Flughafens fest. Die Sorge, die ich dabei habe, ist, dass irgendwann mal einer durchdreht und einfach mal Vollgas gibt und diese Leute über den Haufen fährt, weil er keinen Bock mehr hat, dass die Leute sich da auf dem Fußboden festkleben. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das, was in Frankreich ist, wesentlich besser. Da geht die Polizei hin, hebt die einfach hoch und wenn dann die Haut auf der Fahrbahn bleibt, dann ist das eben so. Dann bleibt die Haut auf der Fahrbahn. Bei uns
müssen Polizisten in mühsamer Kleinarbeit dann anfangen, diese Klebegeschichte aufzulösen und abzutragen. Kleiner Tipp von mir hier von Aurich TV. Es gibt von der Firma Krenzle, das ist ein Hochdruckreinigerhersteller, eine Dreckfräse, die macht immer so Kreiselbewegungen. Vielleicht versucht man es mal damit einfach, die Hände vom Asphalt einfach zu lösen. Vielleicht geht das schneller. Ich habe mir so ein Ding mal bei Mike Wölfle angeguckt. Jürgen kriegt gerade einen Lachanfall, macht aber nichts. Ich habe mir so ein Ding mal bei Mike Böwe angeguckt. Der vertreibt unter anderem Krenzle, ist ja dasselbe wie Kärcher, nur in einer anderen Farbe und vielleicht noch ein bisschen hochwertiger. Also das ist schon effektiv. Also könnte man empfehlen, eine Krenzle-Dreckfräse wäre nicht schlecht. So, vorletztes Thema, weil gleich kommt noch der Film. Ja, Fußball-WM in Katar. Gelacht, gelocht, geheftet. Was da abläuft, verstehe ich nun überhaupt gar nicht mehr. Im Moment kommen da wieder die Schreckensmeldungen, es gibt kein Bier in den Stadien. Ja, das ist natürlich eine große Katastrophe, weil die Kataris mögen ja keinen Alkohol. Die mögen sowieso nichts. Die mögen keine Schwule, keine Lesben, die mögen gar nichts. Und Bier auch nicht. Ergo, die ganzen Fans dürfen dann nur Bier trinken in den Luxushotels. Halbe Liter kostet 13 Euro. Das ist natürlich dann auch ein teures Besäufnis da unten. Aber die Frage ist ja, was dieser korrupte, ich sag's jetzt mal ganz böse, dieser korrupte Sauhaufen FIFA da eigentlich angerichtet hat, überhaupt eine WM in ein solches Land zu vergeben. Und ich muss unserem deutschen Trainer Kloppo, Jürgen Klopp, mal völlig recht geben, der sagt, was dreschen eigentlich alle auf die Spieler ein? Die waren, als diese Entscheidung getroffen ist, das ist 12 Jahre her, das war 2010, wo diese korrupte FIFA die WM nach Katar verschachert hat. Was können die Spieler, die waren damals 10 oder 12 Jahre, heute dafür, dass man sie anmacht, dass sie in Katar Fußball spielen? Die gehen für ihre Verbände dahin, wollen das Beste leisten. Ich bin mal sehr gespannt und sehr ernüchtert. 1-0 gegen Oman. Naja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir haben ja nun immerhin dann auch Spanien noch vor der Brust. Wir werden euch das erzählen. Genauso gelacht, gelocht, geheftet, unsere Weltmeister vom ZDF. Ja, das sind auch solche Strategen. Die haben natürlich ein tolles Studio dahingestellt und haben sich eigens dafür ein Stoffkamel geholt, so ein 2,50 Meter Originalgröße Stoffkamel. Ja, Problem ist nur, in Katar gibt es keine Kamele, da gibt es Dromedare. So, das heißt also, ein Kamel hat 2 Höcker und ein Dromedar hat 1 Höcker. Und wir werden also dann jetzt beim ZDF als Hintergrund sehen, ein Kamel mit 2 Höckern, obwohl es eigentlich ein Dromedar sein müsste. Naja, vielleicht schneiden sie noch eins ab. Wir werden das sehen. So, jetzt geht's aber ins Archiv. Es ist schön, dass Aurich TV so ein großes Sendearchiv hat. Wir haben im Archiv einen Film vom Weihnachtszauber 2007. Ja, 15 Jahre ist das nun her. Den zeigen wir euch jetzt mal als Einstimmung zum aktuellen Weihnachtszauber. Viele, viele Leute werdet ihr da sehen, die ihr lange nicht mehr gesehen habt. Bürgermeister Windhorst, ein Riesenrad, all das war mal da. Und unter anderem auch ein Vorsitzender eines kaufmännischen Vereins, Kelly Wert, wo ich ehrlich sagen muss, mein lieber Mann, so einen haben sie danach beim KV auch nicht wieder gefunden. So ein Macher und so ein Organisator, top, wie Kelly Wert das damals alles gemanagt hat. Den Film zeigen wir euch jetzt. Kleine Erinnerung, vor 15 Jahren war das alles. Wir lassen auch oben ganz klar die Jahreszahl drin. Insofern bitte nicht meinen, Winnie Windhorst ist heute noch Bürgermeister, das ist er seit 3 Jahren nicht mehr. Wir blenden deshalb die Jahreszahl ein. Viel Spaß beim Gucken, viel Spaß beim optischen Riesenradfahren in unserem Filmchen. Dauert 7 Minuten, viel Spaß beim Gucken. Jetzt ist es gut, jetzt ist Feierabend, jetzt gehen wir ins Wochenende. Erholt euch gut, wir sehen uns Anfang der Woche wieder. Montag wahrscheinlich, wenn der Weihnachtszauber eröffnet ist. Haut rein, schaut tschüss, bleibt alle gesund und lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Bunte Lichter, gut gelaunte Menschen, der Duft von Bratwurst und Glühwein. Das ist nicht etwa nur ein Weihnachtsmarkt, nein, das ist zauberhaft. Deshalb herzlich willkommen auf dem Auricher Weihnachtszauber, dem Weihnachtsmarkt mit dem magischen Flair. Weihnachten ohne Auricher Weihnachtsmarkt gehört, ist eigentlich nicht so toll. Alles bunt gemischt, also uns gefällt hier gut.
weil der Flair hier an und für sich stimmt. Die ganze Mischung stimmt, ne? Eins passt zum anderen. Ich denke, das ist immer viel wert. Hat uns gut gefallen. Sonst sind wir immer in Oldenburg gewesen. Aber dieses Jahr haben wir hier gesagt, gehen wir mal hier gucken. Das fanden wir ganz gut. Und so wird in jedem Jahr auch mit Spannung die Eröffnung erwartet. Gäste aus Politik, Verwaltung und der Auricher Geschäftswelt kommen dazu in die Innenstadt. Mit dem passenden Heißgetränk und viel Herz geht es dann an das traditionelle Zeremoniell. Als ich vorhin das Rathaus verließ, hätte mir niemand zu sagen brauchen, was mein nächster Programmpunkt ist. Ich hätte es hören und riechen können, wenn ich es nicht ohnehin gewusst hätte. Man sieht ja, was dabei herausgekommen ist. Andere Städte bezahlen für derartige Events, und ich spreche da durchaus auch andere Events an, sehr, sehr viel Geld, beschäftigen hauptamtliche Kräfte, und wir schaffen dieses in Ehrenamtlichkeit. Diese Ehrenamtlichkeit hat es wahrlich verdient, gefördert zu werden. Und natürlich von mir insbesondere, und das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, in hohem Maße unterstützt zu werden. Und die Mühe ist wahrlich sichtbar. Stimmungsvoll reihen sich Buden mit Süßem, Herzhaftem und Kunstvollem aneinander. Vor allem das Handwerk darf da natürlich nicht fehlen. Also wenn nur Glühweinboden und Fressboden da wäre, wäre ein Weihnachtsmarkt uninteressant. Von daher sind Kunstgewerbestände sehr wichtig für den Weihnachtsmarkt. Egal, ob es ein großer ist wie Oldenburg, Bremen etc. Also ohne dem kann ein Weihnachtsmarkt nicht interessant. Von Holzarbeiten über Christbaumschmuck bis zu liebevoll gestalteten Figürchen findet sich vieles auf dem Auricher Weihnachtszauber, um das Fest zu Hause noch stimmungsvoller zu gestalten. Und so ein Weihnachtseinkauf macht schnell hungrig. Gleich mehrere Möglichkeiten, sich zu stärken, gibt es. Ob süß oder herzhaft. Ja, weil die Leute gerne naschen. Ja, sicher. Was geht denn so am besten? Oh, das kann man schlecht sagen. Das geht alles so querbeet. Ja, Herzen mit Weihnachtssprüchen oder mit anderen Sprüchen, das ist immer so ein Artikel, der immer verkauft werden kann. Nicht? Bratwurst und Glühwein ist Kult. Das gehört einfach dazu, das gehört zur Witterung dazu. Und man fängt mit der Bratwurst an, zwischendurch ein Glühwein. Und wenn es dann nachher in die Champignons reingeht, ist das, glaube ich, sehr erhebend. Und jeder geht froh und glücklich wieder vom Weihnachtsmarkt. Neben den obligatorischen Buden und Möglichkeiten, sich zu stärken, gehören natürlich auch die Karussells zu einem stimmungsvollen Gesamtbild. Vor allem für die kleinen Besucher des Weihnachtszaubers. Superlativ unter den Fahrgeschäften ist jedoch das Riesenrad. 38 Meter hoch, von 20.000 Glühbirnen in das richtige Licht gesetzt. Hier erleben die Besucher den wahren Überblick über das Lichtermeer auf dem Marktplatz. Ein weiteres in den Himmel ragendes Bauwerk lockt fast jeden Besucher des Auricher Weihnachtszaubers wenigstens einmal an: die 11 Meter hohe Weihnachtspyramide. Denn hier warten die attraktiven Preise der Weihnachtslotterie Goldene 7. Diese Lotterie des Vereins der Kaufleute ist bereits seit Jahren ein Renner. Der Erlös der Lotterie kommt übrigens den Auricher Ortsteilen zugute. Gewinnen für einen guten lokalen Zweck also. Natürlich findet der Besucher in Aurich kurz vor Weihnachten all das, was er in anderen Städten auch findet, aber eben nicht unbedingt in dieser gefühlvollen und einladenden Atmosphäre. Es ist geschmackvoll und es ist hübsch und friedlich vor allen Dingen. Nicht? Es gibt keinen, der hier Rabatz macht und der Radau macht und der sich irgendwie unanständig benimmt. Also ich habe hier noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ich wohne ja hier nur schon lange in Aurich, aber es wird von Jahr zu Jahr schöner, muss man ja auch sagen. So, jetzt möchte ich weiter. Ich möchte noch einen Glühwein trinken. Zum Zauber wird die Vorweihnachtszeit in Aurich eben gerade durch das Wie und vor allem das Drumherum.
So wird zu Beginn des Weihnachtszaubers ein Schaufenster der Auricher Fußgängerzone zur riesigen Lego-Landschaft. Die über 160 kleinen Architekten freuen sich nach Weihnachten dann darüber, dass ihre Kreativität belohnt wird. Eine Mitmachaktion, die mittlerweile Tradition geworden ist und jedes Jahr mehr Anhänger findet. Spaß bringt auch ein Kulttheaterstück, aufgeführt natürlich in der ostfriesischen Landessprache. Der sürwige Verlobers lehrt ja, Miss Sophie. Der sürwige Verlobers Ajo. Die Erwachsenen lockt außerdem die mega lange Einkaufsnacht in die Innenstadt. An einem Samstag sind dann die Geschäfte bis 0 Uhr geöffnet. Das bedeutet Menschenmassen in der Fußgängerzone. Der nächste Mitternachtseinkauf findet aufgrund des großen Erfolges des vergangenen Jahres am 8. Dezember 2007 statt. Der Auricher Weihnachtszauber. Ein Gesamtkonzept, das aufgeht. Wann dürfen wir Sie begrüßen?